Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Wir sind hier auf der IFA und zwar bei Valerion und wir schauen uns noch ein Projekt an. Der ist erst gestern rausgekommen und es ist quasi von der gleichen Brand, wo auch Eyewall herkommt. Und ihr wisst ja, ich habe bei mir zu Hause einen Kurzdistanzbeamer von Eyewall, den LTV 3500 Pro. Und das ist ja wirklich ein brutal geiler Kurzdistanzbeamer. Es gibt jetzt aber mit Valerion noch eine Möglichkeit für einen normalen, regulären Projektor, der wirklich klein ist, richtig krasse Features hat, HDMI 2.1 bis zu 4K 60 mit einer wirklich geringen Reaktionszeit plus einer optischen Linse, also wirklich ein tolles Gesamtpaket. Und gerade wenn man einen Projektor sucht, der jetzt auch günstig ist, weil die bei Kickstarter 50% mit dem Preis runtergehen, ist das eine richtig geile Empfehlung für die PlayStation 5. Wir schauen uns das jetzt einfach mal an und ich würde mal sagen, let's go und wir schauen rein. So Leute, und hier seht ihr schon Valerion Hollywood Standard in your home. Und ich muss sagen, es ist wirklich absolut geil. Ich zeige euch zuerst mal den LTV 3500 Pro von Eyewall, den habe ich eigentlich auch zu Hause. Also hier seht ihr mal den Eyewall Vision LTV 3500 Pro, den ich eigentlich auch zu Hause habe. Ist ein Kurzdistanzbeamer. Da sehe ich jetzt zum ersten Mal auch live dieses Möbelstück, wo man den reinpacken kann, wo das dann so rausfährt. Das ist schon richtig krass und der Projektor selber ist auch wirklich gut. Also ich habe den selbst zu Hause. Wenn man Kurzdistanz haben will und auch ein bisschen Budget hat, das Ding ist so hell. Ich muss das manchmal sogar ein bisschen runterstellen von der Helligkeit, sonst brennt es mir die Augen weg im Dunkeln. Also auch bei Tag, der Projektor schaut wirklich, wirklich gut aus. Ist natürlich 4K, 3D, RGB, also man kann sogar die 3D-Brillen benutzen. Ich habe die 3D-Brillen auch zu Hause, natürlich schaut man nicht jeden Tag, aber es ist schon eine sehr geile Experience. Natürlich auch HDR 10 Plus, 3500 Lumen Peak Brightness, also Helligkeit wirklich hell. Und ja, RGB, Triple Laser natürlich, unterstützt auch den 24fps-Mode für natürlich Cinema-Videos und auch Kontrastverhältnis von 2:5:1. Also ich muss sagen, das ist schon absolut geiler Projektor, aber das da drüben, das killt halt wirklich alles. So Leute, und was hier jetzt neu released worden ist, ist der Vision Master Max. Und was ihr hier schon seht, wir haben hier ein Kontrastverhältnis von 15:1:1 bis zu 300 Zoll und 3000 Lumen. Also jetzt verglichen mit dem Kurzdistanz, das ist schon eine Nummer. Normalerweise vor einigen Jahren war sowas vielleicht in riesengroßen Gehäusen drin, aber wenn ihr euch den Projektor jetzt mal anschaut, das Ding ist verdammt klein. So Leute, wir schauen uns das Ding jetzt mal an. Also, wie gesagt, sind bald auf Kickstarter und das ist das Flagship-Modell, der Max. Ist so ein Würfelformat, hat auch Speaker, kann auch Wireless-Speaker nutzen. Hier hinten sind die Ports, schauen wir mal kurz rein. Zweimal HDMI 2.1 und auch einmal HDMI für EARC, also für ein Soundsystem. Und das Krasse ist, die Linse bei dem Modell, beim Flagship, ist komplett optisch. Das heißt, die kann die Bildgröße auch ändern, einfach durch rein- und rauszoomen. Sie kann auch die Blende regulieren, das reguliert quasi den Kontrast, wie viel Licht eben durch die Linse kann. Und sie kann auch in der Höhe rauf und runter, das heißt, man kann da wirklich viel verstellen durch die optische Linse. Es gibt natürlich auch andere Modelle noch, die sind etwas günstiger, das sind immer so um 500 Euro Abständen, die haben halt eine fixierte Linse. Also wenn, würde ich eher zum Flagship schauen, weil das Ding, die Features, die es hat, sind echt krank. Das Ganze wird über 36 Volt DC-Netzteil betrieben, das ist das Einzige, was ihr braucht. Und kommt natürlich auch mit einer Fernbedienung, Google TV und ich finde, es sieht echt fancy aus. So, der Marvin probiert das gerade aus, den kennt ihr vielleicht. Und der hat jetzt gerade mit der Fernbedienung Google TV Disney Plus gestartet. Der Projektor hat nämlich Google TV integriert. Ihr seht hier, seht die ganzen Streaming-Services. Also ihr könnt direkt ohne irgendeinen Stick Google TV auf dem Teil nutzen. Es gibt sicher einige von euch, die wollen wissen, was hat das Teil für interne Rechenpower und wie ihr sehen könnt, MediaTek 9618 Prozessor. MediaTek ist jetzt nichts Ungewöhnliches in solchen Geräten. Der hat aber auch ziemlich viel Power, das ist schon ein richtig guter Prozessor und das auch zusammen mit 128 GB Speicher und 4 GB Arbeitsspeicher. Ja, und es gibt verschiedene Modelle, wie ihr sehen könnt. Es gibt den Plus, dann gibt es den Pro und eben das Flagship, was ich mir anschauen würde für zu Hause, wäre der Max. Ja, und das Ganze auf Kickstarter. Ja, ich muss sagen, schon sehr chillige Projektoren. Also hier steht der Max zum Beispiel und der steht hier jetzt nur ungefähr, weiß nicht, 3 Meter entfernt. Und das ist schon ein richtig großes, schönes Bild. Sieht absolut geil aus. Also ich muss echt sagen,
bin ein bisschen beeindruckt, dass man jetzt Projektoren bekommt, wo du dir fast ein richtiges Ultra-Kino zu Hause bauen kannst in dieser Größe von so einem Würfel. Ist schon krass. Leute, was mich interessiert hat, ist natürlich, wie gut ist das Teil für die PlayStation 5? Viele sagen ja, na gut, ich will 4K 120, aber Leute, kriegt ihr einfach nicht bei den ganzen Projektoren. Wir sind hier aber trotzdem bei 4K 60 und wir haben hier nur 15 Millisekunden, 8 Millisekunden bei Full HD 120 und da kann sogar Full HD 240 bei 4 Millisekunden. Also für Gaming ist es schon sehr nice, vor allem im Full HD Bereich, aber auch im 4K Bereich. Ganz ehrlich, ich spiele auch auf dem LTV 3500 Pro in 4K 60, mich stört das nicht. Und für den Preis, ich meine, absolut krasse Features. Und natürlich mit der PS5 voll kompatibel mit HDMI 2.1, bis auf die 120 Hz Ausgabe halt in 4K. Und wie ihr sehen könnt, da steht auch eine PS5, da wurde auch schon vorher gezockt. Also gerade das Gaming-Erlebnis, das ist schon sehr nice. Wir schauen uns mal kurz auch die Fernbedienung an, also hier von Valerian, wie ihr sehen könnt, Google TV ist natürlich drauf, wir haben natürlich auch Mikrofon, Spracheingabe etc. Ja, nette Fernbedienung. Das Ding hat natürlich auch Speaker, sieht richtig fancy aus und da steht schon eine PS5. Hab vorher schon eine Runde gezockt und ich muss sagen, es sieht halt einfach absolut krass aus. Und hier haben wir wirklich viel Licht, weil wir haben hier überall das Licht, wie ihr sehen könnt. Aber selbst mit Licht sieht es mega aus. Aber ich muss euch mal ganz kurz die 4K RGB Laser Cinema Experience zeigen. Könnte ein bisschen laut werden da drin, aber schau dir mal das an. Das sind 220 Zoll. Alter Leute, ich sag's euch, aus dem Projektor hier oben auf 5 oder 6 Meter und das schaut trotzdem noch absolut geil aus. Ich meine, ich sitze da sogar sehr nah dran, also ich sitze da vielleicht 3 Meter entfernt, aber Alter, das ist echt Bombe. Sieht schon krass aus. Aus dem kleinen Teil da oben. Gott. Jo, Balasch, was hältst du von dem Teil? Ich frage im Kinozimmer, 220 Zoll Bild für 2000 Euro in der Christmas und mit dem Sound, den sie im Oktober noch dazu liefern, einfach der Hammer. Ein Heimkino, wo ich mir denke, ich muss nicht mehr ins Kino gehen. Ja, finde ich absolut auch. Also für die Größe, das Ding ist wirklich brutal. Wireless Speaker kann man natürlich auch verbinden, aber ich muss echt sagen, ich bin wirklich beeindruckt, was aus diesem kleinen Teil hier rauskommt. Wenn man das vergleicht mit vor 5, 6 Jahren, wo ich meinen ersten Projektor bekommen habe, was da im Laserbereich noch gekostet hat, das Ganze, und vor allem nicht in dieser Qualität. Also das sieht richtig Cinema-like aus. Also Leute, das war's jetzt hier vom Stand Valerian auf der IFA. Ich bin wirklich zufrieden mit meinem Evol Kurzdistanzprojektor, weil viele haben mir damals geschrieben, wo ich das Video hochgeladen habe, naja, man soll eher nicht solche neuen Brands jetzt nehmen auf die Art, weil vom Service, das könnte eventuell eine Katastrophe sein. Also ich kann jetzt nur für mich sprechen von dem Projektor, den ich zu Hause habe. Ich habe bis jetzt kein Problem. Das After-Sales-Service war so far auch gut. Ich habe das ein paar Mal gefragt bezüglich Software. Also da kam schnell eine Response. Wie es jetzt wirklich dann ausschaut auf die Langzeit, kann ich auch nicht sagen. Ich habe den Projektor jetzt, ich glaube, ein Dreivierteljahr, halbes Jahr, irgendwo dazwischen. Und bin eigentlich super zufrieden. Der hängt bei mir im Schlafzimmer und mit der PlayStation. Also es ist halt schon eine geile Experience, wenn du nur einen Button drückst und das Ding kommt runter. Und mit dem Screen schaut das mega nice aus. Valerian, ich muss sagen, die machen vieles richtig mit diesem Würfel, also natürlich 4K 120, weil das jetzt viele wieder sagen werden, weil ich gesagt habe, für die PlayStation 5. In einem bezahlbaren Level spielt es das halt einfach nicht, aber für den Preis 4K 60, das schaut auch geil aus, da kann man auch vernünftig zocken. Aber man könnte natürlich auch auf 1080 gehen, da geht es natürlich mit der Herzzahl höher. Schaut aber absolut cool aus, gerade auch wenn man sich ein Home Cinema zum Beispiel bauen will. Man braucht jetzt nicht viel Platz für den Projektor. Smart hat viele Features, hat einen anständigen Preis und auch natürlich eARC für Soundsystem, HDMI 2.1. Das heißt, man braucht jetzt nicht irgendwelche Special noch Audio Extractor, was ich bei meinem alten Projektor nötig hatte, damit man sich das Audiosystem basteln kann. Also die machen schon sehr viel richtig mit dem Gerät und wenn ihr es abchecken wollt, die sind gerade auf Kickstarter, also schaut gerne mal rein. Und Preis etc. findet ihr alles unten. Für eben das eine Monat oder diese Laufzeit, die da ist, gibt es für einen halben Preis. Und ich finde,
Der Preispunkt ist natürlich interessant zu dem Preis. Für den Vollpreis, ja, es klingt etwas teuer, aber so für den Einführungspreis finde ich schon, ist ein geiles Ding. Was ist denn eure Meinung dazu? Was habt ihr für einen Projektor zu Hause? Wie gesagt, mein Ewald, bin happy damit, würde mich aber freuen, wenn ihr auch irgendwelche Recommendations habt. Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Wir sehen uns dann im nächsten Video hier von der IFA, also haut rein und peace. So Leute, ich bin jetzt wieder zurück im Studio und wir schauen uns jetzt kurz mal das Angebot an von Valerion. Das gab es auf der IFA noch nicht live. Es gibt jetzt hier $50 Deposit und dann spart man bis zu 2000. Das habe ich jetzt schon öfter gesehen, dass das Brands bei Kickstarter machen, um so ein bisschen Hype zu generieren. Aber schauen wir uns mal die Timeline an. Die würde mich interessieren. So, der Max kommt Mai 2025, also doch mehr als ein halbes Jahr warten. Die anderen Modelle, Pro 2 Plus 2 Plus, kommen Dezember 2024. Aber wenn für mich interessant wäre, auf jeden Fall der mit den Optik Flex Lens System. Ihr seht zwar hier, der Pro 2 kann auch die Throw Ratio ändern, also 0,9 bis 1,5 zu 1 optischer Zoom. Aber er hat halt nicht Vertical Lens Shifting oder die dynamische Iris. Das ist halt schon, sind sehr coole Features, wo ich jetzt sage, das ist jetzt echt mal was Neues. Preis selber schreckt mich jetzt nicht so. Da gibt es Projektoren, die in der Region ähnlich kosten von anderen Brands, nicht diese geilen Features haben. Trotzdem glaube ich, dass der UVP zu teuer sein wird. Also für den Preis ist schon in Ordnung, für diesen Angebotspreis hier. Und ja, die ganzen anderen Features. Ich meine, ein guter SoC, sonst auch RGB-Laser. Wichtig auch Input-Lag, also bei 240 Hertz, 4 Millisekunden. Also es ist schon ein sehr interessantes Teil. Man muss es nur halt wirklich wollen, wenn man jetzt 6 Monate wartet. Was ist denn eure Meinung dazu? Würde mich interessieren. Ich überlege mir jetzt wirklich, ob ich mal hier einen Deposit einfach mal mache. Ich denke mal, ich hoffe mal, ja, Deposits sind 100% refundable. Also was ist eure Meinung dazu? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Haut rein und peace.